Dinge und den Gnom Dost. Die beiden waren in Markt Elfbach zurückgeblieben, um das Dorf über den Winter zu bewachen. Anfangs mochten sich die beiden überhaupt nicht. Doch mittlerweile waren sie dicke Freunde geworden und fieberten auf die Weihnachtszeit. Jeden Abend schlichen sie sich ins Menschendorf, um die schönen Adventsfenster vom Bürgerhaus und die Weihnachtsbäume zu bewundern. Danach saßen sie bei einer Tasse Tee in Dosts Höhle. Bei aller Vorfreude waren die beiden aber auch ganz schön traurig. Zum ersten Mal würden sie Weihnachten nicht mit ihren Freunden feiern. Wir sind ja sonst immer in der Weihnachtswerkstatt, erzählte Dinge. Es ist einfach toll, wenn die Arbeit erledigt ist und wir wissen, dass jedes Kind sein Geschenk bekommen hat. Danach wird erstmal ausgiebig gefeiert und getanzt. Es gibt das tollste Festessen, das du dir nur vorstellen kannst. Und die ganze Deko ist essbar. Die Christbaumkugeln haben die leckersten Füllungen. Der Baum ist mit Schnee aus Puderzucker verziert und selbst die Tannenzweige kann man essen. Unzählige Kerzen werden angezündet und dann wird noch der Weihnachtskönig gekürt. Dafür tanzen wir alle wild durcheinander und drehen uns dabei immerzu im Kreis. Natürlich vor dem Essen. In einem Jahr haben wir es hinterher versucht. Aber das ging nicht gut aus. Derjenige, der sich am längsten drehen kann, ohne umzufallen, wird zum Weihnachtskönig gewählt und darf als erstes sein Geschenk auspacken. Außerdem darf er den ganzen Abend die Weihnachtskrone tragen. Ich glaube, wir feiern etwas weniger ausgelassen, begann Dost. Bei uns gibt es leckere eingelegte Schnecken. Bingel verzog das Gesicht. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Die sind wirklich gut. Eine Spezialität. Sie reifen 6 Monate in Honig und Blaubeeren. Sie sind süß und saftig. Leider hat jemand, an dieser Stelle blickte er Dingel streng an, meine letzte Portion durch den Wald geworfen. Entschuldige, nuschelte Dingel. Naja, das mit dem Werfen hast du aber gar nicht so falsch gemacht. Tatsächlich werfen wir die Schnecken an Weihnachtsabend alle an die Wand. Je länger sie dort kleben bleiben, bevor sie abfallen, desto mehr Glück hat man im nächsten Jahr. Und hinterher sind sie zwar ein bisschen staubig, aber immer noch sehr lecker. Natürlich gibt es auch noch anderes Essen und Musik. Wir spielen dann immer auf unseren Wurzelflöten, sitzen um den Baum und erzählen uns unsere liebsten Weihnachtsgeschichten. Dass die Schnecken lecker sind, will ich dir immer noch nicht recht glauben, aber der Rest hört sich eigentlich wirklich schön an. Ich glaube, der ganze Trubel wird mir in diesem Jahr trotzdem fehlen. Dingel seufzte. Dost seufzte auch. Gedanklich war er immer noch bei seinen Schnecken. Die beiden hatten ausgemacht, zusammen in Dosts Höhle das Weihnachtsfest zu verbringen. Und kaum war Dingel nach Hause gegangen, begann Dost zu überlegen, wie er ihm wohl eine Freude machen könnte. Und wenn man nachts ganz genau hingesehen hätte, hätte man Dingel durch den Wald schleichen sehen. Die restlichen Tage bis zum Weihnachtsfest vergingen wie im Flug und an Heiligabend stand Dingel wie vereinbart bei Dost vor der Tür. Dingel staunte nicht schlecht, als er die Höhle betrat. Dost hatte die ganze Höhle mit Tannenzapfen und Kerzen dekoriert. Es roch himmlisch. Weißt du, sagte Dost, ich kann dir nicht mit essbaren Christbaumkugeln dienen und auch nicht mit dem tollsten Festessen. Aber ich dachte, Pizza mag doch eigentlich jeder. Dingel lachte. Ich glaube nicht, dass ich jemals davon gehört habe, dass jemand Pizza als traditionelles Weihnachtsessen hatte, aber ich mag sie auch echt gerne. Aber vorher habe ich noch ein Geschenk für dich. Dost hielt ein Päckchen in der Hand. Ich weiß, eigentlich macht man das erst nach dem Essen, aber du hast doch deine Tradition. Du wirst mich im Leben nicht tanzen sehen, deshalb muss das jemand anders für mich übernehmen. Hier habe ich bei Elferzon bestellt. Danke, Dingel riss das Geschenkpapier auf und staunte nicht schlecht. Es enthielt eine Spieluhr mit einer Tänzerin. Sie dreht sich im Kreis, wenn man sie aufzieht. Allerdings nicht sehr lange. Ich wollte sicher gehen, dass du auch wirklich gewinnst. Schau, ich habe dir sogar eine Krone gebastelt. Ich. Dingel lachte, zog die Spieluhr auf und begann sich dabei im Kreis zu drehen. Immer schneller und schneller wirbelte er durch die Höhle. Elfen können tatsächlich sehr gut tanzen. Das ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe, jubelte er. Danach ließen sich die beiden die Pizza schmecken. Jetzt war es an Dingel, ein Geschenk aus der Tasche zu ziehen. Ich habe da tatsächlich auch was für dich. Also mit Nacktschnecken habe ich es ja nicht so ganz. Aber ich bin jede Nacht zu den Menschen geschlichen und habe in ihren Kochbüchern nach einem Rezept für einen Nacktschneckenersatz gesucht. Das war ganz schön anstrengend. Ich habe ungefähr 100 Weihnachtskochbücher durchgesucht. Du wirst es mir nicht glauben. Aber nirgendwo ein Rezept für Nacktschnecken.
Eigentlich wollte ich schon aufgeben, aber dann bin ich über ein Buch mit Rezepten für Halloween gestolpert. Und da gab es eine Anleitung für Nacktschnecken aus Wackelpudding. Menschen sind wirklich komisch. Weihnachtsschnecken zu Halloween, da kann man ja auch gleich Lebkuchen und Plätzchen im September kaufen und essen. Auf jeden Fall habe ich dir noch Honig und Blaubeersaft mit rein, damit sie ein bisschen mehr so schmecken, wie du es gewohnt bist. Als sie fertig waren, habe ich dann noch extra ein wenig frischen Schlamm darauf gerieben, damit sie ein bisschen mehr nach Erde schmecken. Während er das sagte, holte er das Glas mit den selbstgemachten Wackelpudding-Nacktschnecken aus der Tasche hervor und stellte es auf den Tisch. Dost war so gerührt, dass sich fast eine Träne aus seinem Auge geschlichen hätte. Er sagte, vielen lieben Dank, Dingen, für dieses wirklich schöne Geschenk. Komm, lass sie uns gleich probieren. Er griff nach den Nacktschnecken, aber Dingel zog sie weg. Aber nein, lieber Dost, du wirst doch nicht deine Tradition vergessen. Wir können sie doch nicht essen. Wir müssen erst jeder eine Nacktschnecke an die Wand werfen. Und schon hat er ein zweites, viel kleineres Glas hervorgezogen, in dem sich nur zwei selbstgemachte Nacktschnecken befanden. Er öffnete es und reichte eine der Nacktschnecken an Dost. Der lachte und sagte, stimmt, das hätte ich vor Freude fast vergessen. Er nahm die Nacktschnecke und lächelte Dingel an. Ich zähle bis drei und bei drei werfen wir beide die Nacktschnecken an die Wand. Ich hoffe, sie bleiben lange kleben und bringen uns viel Glück. Dingel grinste. Immerhin waren das zwei ganz besondere Nacktschnecken. Er hatte extra noch ein bisschen Tapetenkleister mit in den Wackelpudding eingerührt. Darum waren die beiden Schnecken auch in einem extra Glas. Ach, Dost zählte bis drei und die beiden warfen ihre Nacktschnecken. Es klatschte lustig, als sie die Wand trafen. Und Dinges Plan funktionierte. Die Schnecken klebten und klebten und klebten. Dost rieb sich ungläubig die Augen. So lange waren die Nacktschnecken noch nie vorher kleben geblieben. Auch nach 5 Minuten hatten sie sich noch kein Stück bewegt. Tja, lachte Dingel, ich fürchte, wir müssen erst mal die anderen probieren. Und hielt Dost das große Glas mit den Wackelpudding-Nacktschnecken hin. Der griff hinein und schob sich einen in den Mund. Die sind fast besser als die echten. Du musst unbedingt auch eine versuchen. Dingel ließ sich überreden und griff zu. Ja, du hast recht, die schmecken viel besser, als sie aussehen. Und so saßen sie zusammen am Kamin, mampften die Schnecken, erzählten sich Geschichten, hörten der Spieluhr beim Spielen und sahen der Tänzerin beim Tanzen zu. Dost gab sogar etwas auf seiner Flöte zum Besten. Beide waren so glücklich, wie man es nur sein kann, wenn man mit dem besten Freund zusammensitzt. Als es schon sehr spät war, mussten beide gleichzeitig fürchterlich gähnen. Dingel lachte und sagte, ich glaube, wir gehören beide langsam ins Bett. Es ist wohl besser, wenn ich mich langsam auf den Weg mache. Dost lächelte und nickte zustimmend. Dann murmelte er, es war das schönste Weihnachten, das ich je hatte. Ach, Dingel sagte, mir geht's genauso. Lass uns noch schnell sehen, ob die Schnecken noch an der Wand kleben. Sie gingen zu der Stelle, an die sie die Schnecken geworfen hatten. Und wirklich, sie hatten sich noch kein Stück bewegt. Sieht so aus, als hätten wir nächstes Jahr richtig viel Glück, lachte Dingel. Dost antwortete, naja, mit einem neuen besten Freund würde ich mir auch nichts anderes erwarten. Nun weiß Dingel, dem fast eine Träne aus dem Auge schlich. Er umarmte Dost, verabschiedete sich und ging nach Hause. In dieser Nacht schliefen beide überglücklich ein. Und die Schnecken, tja, die Schnecken kleben bis heute an der Stelle, an die die beiden sie geworfen haben. Und wann immer Dost sich ein wenig einsam oder unglücklich fühlt, dann wirft er einen Blick auf die Schnecken und denkt daran, was er für ein Glück hat, einen Freund wie Dingel gefunden zu haben.